Yo Leute, was geht ab? Mein Name ist Kandi, wir sind wieder in den Soundstar Studios und drehen heute eine neue Folge von unserem neuen Format Artist Talk. Ich habe heute einen Gast, diesmal kein Rapper, diesmal eine Sängerin. Und diese Sängerin war unter anderem bei Voice of Germany, hat Songs mit Sammy Deluxe online gestellt, hat einen aktuellen Song mit Esther online und hat sehr viel zu erzählen. Ich bin sehr froh, dass sie hier ist. Mein Gast ist Dimmi. Das ist Artist Talk. Viel Spaß. Und ich wünschte, du könntest das sehen. Eine Sekunde hier neben mir stehen und mich begleiten. Versuchst zu beschreiben, doch es geht nicht. I'm just a bachelor. I'm looking for a partner. Someone who knows how to ride without even falling off. Servus. Hallo. Alles klar? Ja, voll. Und bei dir, Erich, alles cool? Auch, ja. Sehr schön. Wir fangen mal direkt mit unserer ersten Frage an. Ich finde es erstmal schön, dass du da bist. Danke. Wie hat das bei dir angefangen, dass du zur Musik gekommen bist? Wie hat das bei dir angefangen, dass du überhaupt Songs geschrieben hast und für dich entdeckt hast, dass du überhaupt Sängerin bist? Also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja. Ich fühle mich geehrt. Ich habe angefangen mit Musik, da war ich schon relativ jung. Also als ich angefangen habe zu sprechen, habe ich auch schon meine ersten Töne gesungen. Und meine Eltern haben relativ schnell das Talent auch entdeckt und haben das auch sehr früh gefördert. Also ich wurde dann schon, als ich dann quasi schreiben konnte, also so erste, zweite Klasse, wurde ich dann schon in den Gesangsunterricht gesteckt. Habe so ein paar Kinderlieder gesungen, wurde in Ballettunterricht, in Tanzunterricht und so. Also ich wurde ziemlich schnell gefördert. Und stand dann mit circa 13 Jahren das erste Mal auf der Bühne und habe gesungen. Ich stand vorher schon auf der Bühne und habe getanzt. Und dann auf einmal stand ich auf der Bühne mit 13 Jahren in meiner Gesangsschule damals und habe den ersten Song live gesungen. Und das war Fallen von Alicia Keys. Und ab da wusste ich dann, okay, ich will auf die Bühne. So. Und da war ich 13. Und dann hast du auch deine eigenen Songs geschrieben auch? Nee, meine eigenen Songs habe ich angefangen zu schreiben. Ich sag mal so mit 16, 17. Auch auf Englisch alles. Also ich habe mich mit deutschsprachiger Musik nie befasst, bis ich 25 war. Ich war immer voll auf dem Black Music R&B Vibe, weil meine Mom auch DJin war zu dem Zeitpunkt und hat sehr viel Black R&B aufgelegt. Und ja, also habe ich so mit, ich sag mal, Anfang 20 habe ich angefangen, auf Deutsch zu schreiben. Aber wie hast du deine Songs damals aufgenommen? Hast du dir da selber eine Homestation eingerichtet oder hast du denn mit einem Headset auf hässlich oder nur ja, vor der also Kamera? Ich habe angefangen tatsächlich mit einem Kassettenrekorder und Kassetten. Damit habe ich angefangen. Ich weiß nicht, ob die Leute da draußen das noch kennen, aber es gab mal Kassettenrekorder. Und darauf habe ich angefangen. Also es gab dann zwei, ne? Es gab ja irgendwie diese zwei Kassetten so und auf dem einen lief das Instrumental und auf dem anderen habe ich dann drüber gesungen. Also es war, so habe ich angefangen mit Musik, mit Kassetten noch. Und dann kam die Computer und Top of the Pops und so ein Krams, diese Musikspiele. Und da habe ich dann weiterhin so aufgenommen. Es war halt alles ziemlich ja, einfach gehalten. Aber so waren die ersten Anfänge. Und du hast ja dann mit 17 hast du deine erste Single gedroppt schon? Ja. Wie kam es dazu? Das war so gewesen, ich habe ja von der Gesangsschule erzählt, bei der ich das erste Mal auch aufgetreten bin. Und da konnte man jedes Jahr ins Studio gehen und Musik aufnehmen. Mhm. Ja? Und da war immer so ein Produzent, da musstest du 50 Euro zahlen und konntest halt so ein, zwei Songs singen. Und dieser Produzent ist damals auf mich zugekommen, dann privat quasi, meinte so, ey, ich finde es voll cool, was du machst. So, ich schreibe Songs. Hast du Bock, irgendwie da mit mir zu arbeiten? Und ich so, wow, ja, voll gerne. Und mit 17 habe ich dann meine erste Single In the Club rausgebracht. Und habe ich alles nicht selbst geschrieben, sage ich dazu. Habe ich alles nicht selbst geschrieben, sondern ich war nur im Studio und habe das einfach eingesungen. So war das mit 17. Und habe dann gehofft, ich werde Superstar. Und dann hast du für dich entschieden, dass du jetzt die Musikkarriere in Angriff nehmen möchtest.
Ja, ich wusste das, wie gesagt, schon. Ich wollte das von klein auf. Ich habe immer MTV geschaut, immer Destiny's Child. Also Destiny's Child waren halt meine, damit bin ich groß geworden, das waren meine Vorbilder. Beyoncé, Kelly, Michelle und auch die anderen zwei, die noch dabei waren. Und das war für mich so der springende Punkt. Als ich die gesehen habe und auch gesehen habe, wie hart die arbeiten, so war ich so, okay, ich will auch so sein wie Beyoncé. Aber bei Beyoncé war es ja auch der Vater, ehrlich gesagt. Der genau, das dann der so die voll gedrillt hat und so. Mein Papa ist aber auch so gewesen. Ah. Mein Papa hat mich von Anfang an gefördert. Er hat mich zu jedem Tanzunterricht, zu jedem Gesangsunterricht, zu jeder Show, der hat mich überall hingefahren und war immer mein Number One Supporter. Also das muss man schon sagen. Also die haben relativ viele Ähnlichkeiten. Und du hast dann deine Musiksteps gemacht, so vor dich hin, und bist dann irgendwann auch 2012 bei The Voice of Germany gelandet. Ja. Wie kam es dazu, dass du überhaupt gesagt hast, hey, ich melde mich da jetzt an? Also es war so, ich war schon, also das muss ich mal klar dazu sagen, ich bin ein bisschen skeptisch, was Castingshows angeht, weil es ist ja eine TV-Show, also geht es nicht prima um dein Talent. Es geht darum, die Menschen zu unterhalten. Mhm. Ne? Also das muss man immer im Hinterkopf haben. So. Es geht um die Story darum, also um die Story drumherum und so. Und natürlich ist es geil, wenn du singen kannst, so, aber das ist nicht der Fokus. Deswegen war ich immer schon so, boah, 90 Sekunden. Weißt du, ein Künstler, der sein Leben lang singt, so hat nur 90 Sekunden, um sein Talent so zu zeigen. Wieso 90 Sekunden? Bei The Voice ist das so. Du hast nur 90 Sekunden Zeit. Was, wenn du auf der Bühne stehst, bis die halt diesen Knopf drücken? Genau, das sind nur 90 Sekunden. So, weißt du, wie ich meine? Ja, halber Song so. Ja, und ich fand das immer so schwierig, weil Musik ist Geschmackssache und du denkst, und du weißt halt einfach, du kennst das halt so. Du weißt ganz genau, was dieser Künstler, der auf der Bühne steht und da performt, durchmacht so. Und deswegen finde ich halt so eine Plattform immer relativ schwierig, weil du kannst innerhalb kürzester Zeit einen Künstler nicht beurteilen, so ist meine Meinung. Aber damals war es so gewesen, ich habe mir gedacht so, hey, das ist eine Erfahrung, die man machen kann. Die hatten mich auch damals angeschrieben, weil ich YouTube-Videos hochgeladen habe in super schlechter Qualität. Aber die kamen auf mich zu und meinten so, ey, hast du Bock, da bei uns mitzumachen? Und ich war so, oh, scheiße. Also habe dann nachgedacht und war so, ich bin mir nicht sicher, aber dann so, komm, go for it. Und so war dann das erste Mal. Also sie haben mich angeschrieben und ich habe dann gesagt so, ja, okay, ich mach mit. Haben sie dich eingeladen, haben gesagt, okay, hier, komm. Ja. Hast du dich hingestellt? Was hast du denn gesungen? Also das erste Mal, wo ich auch mitgemacht habe, war, ich bin ja nicht weitergekommen, für alle da draußen, die es nicht gesehen haben. Es hat sich keiner für mich umgedreht. Damals war Xavier, Naidu in der Jury, Nena, Ray und ich glaube Boss House war noch da. Hm. Aber vielleicht täusche ich mich auch mit Boss House, I don't know. Hey, du warst zweimal da oder was? Ja. Echt? Entschuldigen Sie. Da. Und 2012 bin ich nicht weitergekommen. Also es hat sich keiner für mich umgedreht. Und da habe ich von Pixie Lott Marmadou gesungen. Sagt euch jetzt vielleicht nicht viel so, aber damals war das so ein Radiotrack. Und ich bin auf die Bühne gegangen, ich war noch ziemlich unsicher. Ne? Ich war einfach super nervös und bin dann auf die Bühne gegangen und hab's einfach, also meine beste Performance war es nicht. Und deswegen hat sich auch keiner umgedreht, so meine Meinung. Genau, und okay. So war das erste Mal. Und das zweite Mal? Das zweite Mal war 2015. Ah, da warst du aber dann noch sehr erfolgreich. Ja, bist ja Gott sei Dank. Bis ins Halbfinale gekommen. Ja. Und wie kam das überhaupt dazu, dass du gesagt hast, okay, ich mache jetzt nochmal einen zweiten Anlauf? Ja, es ist eigentlich total verrückt, so von eigentlich voll gegen Castingshows zu, ich bin jetzt das zweite Mal dabei, ist eigentlich total verrückt. Aber damals war das so gewesen, 2015, ein Freund von mir, der auch singt, der kam auch aus Aschaffenburg, mit dem habe ich Musik zusammen gemacht. Und er meinte so, ey Dimi, ich mache bei The Voice of Germany mit, mach doch auch mit. Stell dir mal vor, wir können da irgendwie zusammen hingehen oder, weißt du, das wäre doch irgendwie voll die geile Geschichte so. Und ich so direkt, nee, mach ich nicht. Und dann habe ich mal nochmal drüber nachgedacht und hab mir so gedacht, so, eigentlich ist es jetzt 3 Jahre später, du hast dich weiterentwickelt, du hast an deiner Stimme gearbeitet, an dir als Mensch gearbeitet, so, why not? Und du hast jemanden, mit dem du es zusammen machen kannst, so. Hm. So, und so war das dann. Also er war derjenige, der mich eigentlich so überredet hat. Es war Konstantin Kuhn, shout out to you, bro. Krasser Sänger. Und der meinte dann so, komm, wir machen damit. Wir haben
individuell, also als Solokünstler quasi sind wir aufgetreten, also nicht als Team oder so, aber wir sind zusammen dahin gegangen. Und da war es dann so gewesen, ich habe einen Song gehabt, den ich absolut gefeiert habe. Das war von Justin Timberlake, Cry Me a River. Und da haben wir eine R&B-Version draus gemacht. Und für mich war nur das Wichtigste, dass ich auf die Bühne gehe und zufrieden sein kann. So, das war mein Ziel. Das war mein Ziel, dass ich runtergehe und mich nicht schäme so. Und auf einmal haben sich alle vier umgedreht. Ne? Und das war dann schon eine geile Sache. Und wer war dann der Jury? Da war auch wieder der Ray, der mich übrigens nicht erkannt hat. So, das war dann, weil ich war ja vor 3 Jahren zuvor quasi dort gewesen. Ich war so, hey, warum kennst du mich nicht? Also Ray war da gewesen, Andreas Burani, Stefanie von Silbermond und die Fanta 4. Und du hast dich für Stefanie entschieden? Ja, genau. Oder gedacht hast, das passt am besten zu das dir? Das war auch, also es war die beste Entscheidung. Und dann bist du weitergekommen und mal zu einer Frage, wie läuft das da hinter den Kulissen ab? Also sagen die dir dann, pass auf, du hast jetzt eine Woche Zeit, hier ist ein Song? Oder wie läuft das dann ab? Weil du kommst ja dann auch ins nächste Battle ja. Und so. Ja, also es ist ja jetzt schon auch wieder 5 Jahre her. Das ist so verrückt. Also es ist so, man hat schon genügend Zeit auf jeden Fall, um sich vorzubereiten. Das ist ganz klar. Die geben einem schon die Zeit und hinter den Kulissen, also ich kann nur von mir sprechen. Ich kenne auch Menschen, die andere Erfahrungen gemacht haben, so. Aber ich von mir kann sagen, so, ich fand's mega dort, die Menschen haben mich mega gut behandelt. Ich hatte genügend Zeit, um mich vorzubereiten für die Interviews, für die Shows und so weiter und so fort. Und man wird auch nicht einfach stehen gelassen, wenn man Fragen hat oder sowas. Du kannst alle jederzeit irgendwie die Leute fragen und so. Und also ich persönlich kann sagen, ich habe eine sehr gute Erfahrung gehabt da mit The Voice of Germany. Also war schon eine schöne Geschichte. Würdest du Sängern empfehlen? Es kommt immer drauf an, mit was für einer Absicht man da hingeht. Wenn Leute da hingehen, um zu sagen, hey, ich werde jetzt Superstar und ich werde voll hier, musikalisch werde ich voll abgehen, ist schwierig, weil ich habe ja am Anfang gesagt, so, es ist eine Unterhaltungsshow. Hm. Ne? Die sind mehr darauf aus, quasi die Klicks im Internet zu generieren oder die Leute im Fernsehen halt das Publikum zufriedenzustellen, als wirklich den Musiker im Endeffekt zu ja, fördern. Ja, aber The Voice of Germany, und das muss ich wirklich dazu sagen, ist eine Show, wo es wirklich um Qualität geht. Da geht es auch darum, dass jemand singt. Ne? Deswegen sage ich ja, das Talent spielt eine Rolle, aber auch natürlich, wer du bist als Person, weißt du, dein Charakter. Das spielt eine, das, aber das ist generell in der Musikbranche so, ne? Und wenn du dich natürlich cool verkaufst und sowas, dann hast du natürlich gute Chancen in so einer Show. So, ist jetzt meine Meinung. Das, was du aus der Show mitgenommen hast, war, du hast mit dem Sidecoach, so habe ich es im Internet entnommen, mit dem Sidecoach von Stefanie von Silbermond eine Single zusammen produziert, die heißt Ich wünschte, du könntest das sehen. Yes. Die für mich persönlich auch einer deiner stärksten Songs ist. Mittlerweile 6 Millionen Klicks auf YouTube. Fast. Wir sind fast bei 8 Millionen. Ne? Also wir sind schon echt? Bei 7.900.000, was weiß ich. Was ist ein sehr, sehr starker Song. Wie kam es dazu, dass dieser Song überhaupt entstanden ist? Ja. Also 2015 habe ich bei The Voice mitgemacht und ich bin ins Halbfinale gekommen. Und alle, die quasi im Achtelfinale waren, die durften mit einem eigenen Song ins Achtelfinale reingehen. Ja? Und das Coole war in meinem Team, dass ich einfach die Möglichkeit hatte, oder dass sie gesagt haben so, ey, wir wollen, dass du mitschreibst an diesem Song. Weil es gab natürlich auch Leute, wo einfach ein Song wurde geschrieben und hier sing's ein und schau. Aber bei mir war es halt so gewesen, so, wir wollen irgendwie so ein bisschen persönlicher auf dich eingehen. So. Also habe ich einen persönlichen Song geschrieben mit dem Alex Freund. Einer der krassesten Menschen und Produzenten und Vocal Coaches und keine Ahnung, die ich kennengelernt habe so in meinem Leben. Also krasser Dude. Und mit dem habe ich dann diesen Song geschrieben und für alle Menschen, die sich fragen, um was es in dem Song geht, also es geht tatsächlich nicht um Tod, was viele ja, viele verbinden diesen Song mit Tod, aber für mich war es einfach nur so, zu dem Zeitpunkt, wo ich bei The Voice of Germany mitgemacht habe, war meine Mama nicht am Start, die lebt in den Staaten. Hm. Und das ist quasi dieser Song. Ich wünschte, du könntest das sehen. Ich wünschte, du könntest das sehen live. Ich wünschte, du könntest mit mir live dabei sein, wie ich hier gerade einfach
keine Ahnung, Millionen, machst. Ja, so. Das war der Hintergrund dieses Songs. Es war ein Song für meine Mom. Ja. Und dann habt ihr den rausgebracht, habt gesagt, okay, wir machen dazu jetzt Musikvideo, geil. Genau. Aber es durften, wie gesagt, alle, die im Achtelfinale waren, durften einen Song rausbringen. Und als dann quasi das Achtelfinale vorbei war und für dich auch sicher war, du ziehst nicht ins Finale ein. Ja. Ich hab's, tut mir leid, ich hab's nicht gesehen. Ja. Aber wie war dann der weitere Weg? Also ich bin dann rausgeflogen und das muss allen bewusst sein, die auf jeden Fall bei einer Castingshow mitmachen. Es ist eine Show und wenn du rausfliegst, bist du raus. Die Leute interessieren sich nicht mehr für dich oder wenig. Aber bei RTL war es, also bei RTL, kurz wenn ich dich eingrätschen muss, ich habe gehört, dass wenn du bei RTL, bei DSDS beispielsweise mitmachst, selbst wenn du nur zum ersten Casting gehst, unterschreibst du Verträge, die dich dann zwei, drei Jahre an RTL binden und du wirst erstmal geblockt und kannst keine Mucke rausbringen. Ist das bei Voice of Germany auch so gewesen? Nee, also bei The Voice of Germany... Die haben einfach gesagt, okay, nein, du bist es ist voll human. Also ich hatte null Probleme. Ich kann jetzt nicht über die Details im Vertrag sprechen, ist ja, ja klar so, aber für mich persönlich damals mega. Also alles cool. Ich kann da nichts sagen. Und RTL und ProSieben sind ja zwei unterschiedliche Dinger so und DSDS sowieso und The Voice of Germany, ne? Also ich finde, das sind zwei Shows, die man nicht vergleichen kann. Und von daher war das alles, also ich war zufrieden. Und dann hast du dir gedacht, okay, ich gehe jetzt da raus und mache mein eigenes Ding, ich mache jetzt ein Album oder was war der Plan? Naja, als ich dann rausgeflogen bin, ist ganz klar, man fällt in ein Loch rein. Es ist so. Du bist gehypt, du bist in der Show, ganz Deutschland sieht dich, ganz Deutschland sieht dich. Das musst du dir mal geben so. Und dann fällst du auf einmal, also fliegst du raus so. Das ist erstmal voll ein Schlag ins Gesicht, ja. Auch wenn du es gar nicht so selbst wahrhaben willst, so, aber es ist so. Machst du einen Facebook-Post, hast 1000 Klicks, 1000 Likes, dann bist du raus, machst einen Facebook-Post und hast du noch 7 so, Likes. Ja, so ungefähr so. Also es ist wirklich so, dass man sagen muss, dass du erstmal fallen gelassen wirst, so in jeder Hinsicht. Hm. Ne? Und das ist schon schwierig, aber ich bin ein ziemlich so sensibler, aber auch ein starker Mensch so und ich habe einfach für mich reflektiert und habe gesagt, okay, Demi, klar, das ist jetzt erstmal eine krasse Situation so, aber es geht weiter, es geht weiter. Und dann kam ja die Tour und das finde ich immer ganz geil, weil die The Voice of Germany Tour kam dann und alle Leute, die im, ich glaube, Halbfinale oder Achtelfinale, ich bin mir nicht mehr sicher, auf jeden Fall, die dabei waren, die durften dann auch die Tour mitmachen, die dann noch einen Monat weiterging. Und das war natürlich eine geile Sache. Also ich habe in den größten Hallen Deutschlands gesungen so und das war halt eine Erfahrung, krass. Und danach fällst du nochmal in ein Loch rein. Weißt du, erst fliegst du raus aus der Show und dann ist quasi alles, so diese ganze The Voice of Germany Ära ist vorbei nach der Tour. Und dann ist halt erstmal so, fuck, was mache ich jetzt mit meinem Leben so? Und dann habe ich aber beschlossen, ich so, okay, ich widme mich komplett 100% meiner Musik. Und da im Januar 2016 war das dann, wo ich gesagt habe, so, okay, ich mache mich jetzt selbstständig als Sängerin und ziehe mein Ding durch. So. Ja. Und du hast auch in der Vergangenheit mit Samy Deluxe zusammengearbeitet? Ja. Wie kam es dazu? Also, auch total witzig. Damals mein Management, die hat mich halt mit ihm quasi vorgestellt. Und es ging darum, eigene Songs von mir zu produzieren, ne? Also eigene Texte zu schreiben und auf Deutsch vor allen Dingen. Und sie hatte halt damals die Connection zu Samy Deluxe, also meinte sie, okay, lass uns connecten so. Und keine Ahnung, ein paar Monate später stand ich dann im Studio von Samy Deluxe. So. Und Samy Deluxe. So, für mich war das so, ciao, ich bin hier mit dem krassesten Rapper, lyrisch gesehen, so ever, so was geht denn ab, so was passiert jetzt? Und wir haben es tatsächlich auch geschafft, einen Song zusammenzuschreiben, den ich dann auch released habe, 2017, Landschwimmer, den er quasi produziert hatte und mitgeschrieben hat und das war eine krasse Erfahrung. Und dann kam aber noch dazu, dass ich Background-Sängerin bei seinem MTV Unplugged sein durfte. Geil. Voll geil. Das war so, ich kenne auch also alle Background-Sängerinnen von ihnen und die Hanife war damals schwanger gewesen, hochschwanger und deswegen konnte sie es nicht machen. Und deswegen bin ich eingesprungen. So, und das war halt mein großes Glück, weil ey,
Jetzt ist mein Face immer zu sehen beim Samy Deluxe MTV Unplugged. So. Und es war eine krasse Erfahrung. Ich habe noch nie so als Background-Sängerin fungiert, so, was auch mega geil war, diese Erfahrung. Mega schön. Also für Samy Deluxe immer wieder gerne. Ja, war geil. Du hast jetzt gerade was geplant? Also, ich habe jetzt ich mache schon sehr, sehr lange Musik und bin schon sehr vielen Menschen begegnet, so in meiner Karriere. Und es ist immer tricky, weil du Menschen kennenlernst, die sagen, sie glauben an dich und sie supporten dich und ne, aber irgendwie passiert da wenig. Ja. Und jetzt keine Ahnung, seitdem ich selbstständig geworden bin, habe ich endlich mal Menschen kennengelernt. Shoutout to Slay Entertainment und Barish und Chidem und alle, die mich supporten. Barish ist DJ Icecap. Die haben mich über Instagram gefunden und haben gesagt, so, ey, mit dieser Künstlerin möchte ich arbeiten. So. Und dann bin ich nach München gegangen, ins Studio. Wir haben zwei krasse Songs zusammengeschrieben. Also ich habe den Song geschrieben, aber er hat krasse Beats gemacht. Und mit DJ Icecap. Mit DJ Icecap. Und das waren die ersten Menschen so in meiner musikalischen Laufbahn, die gesagt haben so, ey, wir finden dich so krass, wir wollen das fördern. Ja. Weil natürlich hatte ich diese Menschen, ne? Also es gab immer wieder Menschen, die sagen, ja, geil, so ich, die Baba The Voice und keine Ahnung, ne, jetzt lass mal irgendwie supporten und so. Aber nie waren die mit Herz dabei. Und ich bin ein Herzensmensch, ich bin ein sehr sensibler Mensch. Und diese Menschen haben mir einfach wieder gezeigt, dass es doch noch Menschen da draußen gibt, die sagen so, ey, ich supporte dich, weil ich dich geil finde und nicht, weil du 100.000 Follower hast oder so und so viele Klicks auf YouTube oder auf Spotify, sondern die sagen einfach, ey, du bist geil, wir supporten dich. Ich mag das, was du tust, ich kann daran glauben. Ja, so. Und das waren die ersten Menschen, weil alle Menschen, die ich vorher getroffen habe, war so, ja, also das ist geil, was du machst, so, aber in dir steckt noch mehr so, da muss man noch irgendwas rausholen und so, bla bla bla. Und die waren voll so, also Chidem und Barish, also Slay Entertainment waren so, ey, das ist geil, was du machst, so, bitte komm zu uns ins Studio und schreib da was Geiles. Und dann haben wir zwei geile Tracks geschrieben jetzt, die so, ich kann es kaum erwarten, diese Songs zu releasen, weil die zu 100% Dimi sind. Ich habe richtig viele Sessions schon gehabt mit krassen Produzenten und Songwritern und sowas. Aber in dem Moment, wo ich selbst einfach meine Texte schreibe und so sein kann, wie ich bin, das sind die geilsten Texte und das sind die Texte, die mir die Menschen abkaufen. So. Und deswegen, ich arbeite jetzt seit diesem Jahr quasi mit Slay Entertainment zusammen. Die supporten mich und wir haben geile Projekte, die auf jeden Fall in der nächsten Zeit released werden und ich kann es kaum erwarten. Du hast also in der Vergangenheit, ich habe das Lied von dir gesehen mit DJ Icecap. Das war ja auch. Den Blend? Genau. Mhm. Das war ja auch mehr so diese Oldschool-Vibes. Ja. So, du hast einen neuen Song mit Esther rausgehauen, jetzt vor 2-3 Tagen. Ja. Der war auch mehr in diese Oldschool-Vibes. Mhm. Hast aber damals mit Ich wünschte, du könntest das sehen. Hey, Kiki. da hast du ja auch mehr so diese deutschen, deepen Texte gemacht. Und ja, krieg ich's auch am Start. Was können die Leute denn von dir in der Zukunft erwarten? Mehr diese deutschen Silbermond-artigen Vibes mit auf Deep oder eher so diese Oldschool-mäßigen Filme? Was ist Dimi in der Zukunft, wenn ich mir jetzt eine Dimi-EP oder ein Album hole? Was ist da dann drin? Also es ist so, ich wünschte, du könntest das sehen, war, das ist ein zeitloser Song, ja? Der ist R&B, also der ist mehr Singer-Songwriter-mäßig, als jetzt, dass es R&B ist, so, ne? Und was die Leute auf jeden Fall in Zukunft von mir erwarten können, ist R&B. Ich bin R&B, Dimi ist R&B, so. Ich habe den Vibe schon immer gehabt und es ist schwierig auf Deutsch diesen Vibe rüberzubringen und ich habe es aber mit DJ Icecap geschafft. Wie ich finde. Natürlich müssen es die Leute da draußen selbst für sich beurteilen. Aber ich werde auf jeden Fall R&B-Vibes raushauen. Hm. Ne? Ich habe auf jeden Fall auch diepe Texte so, ne? Weil so bin ich bin sensibel und so. Aber jetzt bin ich selbst quasi, habe ich geschrieben und das ist einfach zu 100% Dimi und das ist Oldschool R&B. So die 90s-Vibes. 90s-Vibes sind auf jeden Fall am Start. Natürlich mit, ne, modernen Beats und so.
Natürlich mit modernen Beats und so, aber R&B-Vibes sind am Start, ja. Auf Deutsch. Und mit wem produzierst du aktuell? Oder mit wem, was planst du denn? Planst du jetzt ein Album oder planst du eine EP? Oder also was? Ich plane eine EP und ich bin im Studio in den Bad Caves in Stuttgart mit Cume Music. Das sind krass talentierte Leute, also wirklich, die auch jedes Instrument spielen können und einfach, du kannst ins Studio gehen und Magic happens so. Also das ist halt mega. Und wir haben jetzt schon 5 Songs fertig. So. Ich muss mich natürlich noch entscheiden, okay, welcher Song kommt jetzt auf die EP, welcher nicht, welchen releasen wir als Single. Aber auf jeden Fall ist eine EP geplant. Und eine Single kommt auch bald. Ganz, ganz bald. Ja. Wie bald? Im Juli. Im nächsten Monat. Ja, da kommt eine tolle Single auf euch zu da draußen. In der Zukunft arbeitest du an einem Album. Nochmal der Song mit Esther. Ja. Was ging da? Wie ist das dazu gekommen, dass du mit Esther jetzt hier einen Song raushaust? Also, ich sag dir ganz ehrlich, wie es ist. Und dafür finde ich Social Media eben ganz geil so. Der hat gesehen, dass ich ihm folge und hat dann gemeint so, ey, ich hab gesehen, dass du mir folgst. Du bist voll die geile Sängerin, voll die krasse Sängerin. Hast du Bock, irgendwie mit mir an so einem Song zu arbeiten? Ne? Er ist gerade selbst irgendwie an seiner EP dran. Und ich finde es cool, was er macht, weil er eben noch rappt. So, ne? Also er rappt so, da ist nicht dieser ganze Auditune-Krams drauf, sondern er versucht irgendwie noch den Leuten irgendwas mitzuteilen. Und ich war so voll, ja, lass machen. Und dann, so ist das entstanden, so über Instagram tatsächlich. Hm. Ja. Und dann habt ihr gesagt, okay, ich schicke dir jetzt die Spuren. Genau, wir haben dann einfach, ich hab zu Hause ein Homestudio so, also Homestudio, ich habe ein Mikro und ein sehr gutes und einen Raum einfach, wo ich das aufnehmen kann. Und dann habe ich ihm die Spuren geschickt und dann wurde es zusammengefügt und so ist das dann passiert. Und ich liebe diesen Song, weil es, ich glaube, das spricht vielen Menschen aus der Seele. Längst am Ziel übrigens, streamt, zieht es euch rein, super nicer Song. Es gibt kein Video dazu, aber ist auch wurscht. Ist ja ein Song, kann man sich reinziehen. Ja, so ist das entstanden. Und hast du in Zukunft noch andere Features geplant? Gibt es da was, was du, was also du sagen Pläne kannst? Also Pläne sind jetzt noch nicht da. Es gibt Songs zum Beispiel, wo ich sage so, ey, ich hätte da gerne jemanden mit drauf, so, aber es ist noch nichts Spruchreifes. Und ich bin ziemlich special, was das angeht. Also wenn ich mit jemandem arbeite, so als Feature, dann muss das auch krass sein. So, da bin ich ganz ehrlich, das muss mich selbst einfach krass flashen. Ich bin nicht so jemand, der sagt so, ja, ich mache jetzt nur wegen Reichweite, weil derjenige, weißt du so, ja. Das mache ich nicht. Ich nehme mir auch gerne einen, der nur 300 Follower hat, aber der ist geil, wie jemanden, der 1 Million Follower hat, aber nur so Autotune Müll macht. So, sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Ja. Foundest du dann auch so Künstler? Also schreibst du dann auch zurück? Ich schreibe immer zurück. Also wenn Menschen mich anschreiben und auch ich krieg natürlich auch viele Anfragen so, ey, hast du Bock als Feature zu sein? Und es ist halt auch einfach so, wo ich sag so, das passt einfach nicht zu mir. Und dann lasse ich's halt. Aber immer, wenn Leute Bock haben, mit mir zu arbeiten, schreibt mich an, weil ich bin immer offen für alles. So. Hauptsache, Hauptsache ist geil. So. Du wohnst in Aschaffenburg, ja? Mhm. Ich habe mal in Würzburg gewohnt. Krass, das ist... Nicht so weit weg. Nicht von so weit, ja. Was hast du da gemacht? Ich habe da gewohnt. Einfach so. Ja, ich war im Heim da. Ah, okay. Und bin dann aber später noch als Erwachsener habe ich noch dort gewohnt. Aber egal. Aber Aschaffenburg ist nicht, ich hatte auch mal einen Kollegen in Aschaffenburg, ist ja nicht so weit weg von Frankfurt. Wie kann es sein, dass du mehr mit der Münchner Szene gerade connected bist, als mit der Frankfurter Szene? Das ist echt krass. Also ich habe wirklich mit Frankfurt recht wenig am Hut. So. Und viel mehr mit München, ja. Ich weiß nicht, Frankfurt ist einfach, ich mag Frankfurt, aber ich kann es dir nicht sagen. Ich habe einfach noch nicht so viele Künstler kennengelernt aus Frankfurt, so, ne, also ich kann es dir nicht sagen. Rola kommt aus Frankfurt, beziehungsweise aus Offenbach, das ist eine R&B-Künstlerin, die kenne ich auf jeden Fall. So, aber ansonsten habe ich mit denen nicht so viel am Hut. Nee. Ich kann es dir nicht sagen, warum. I don't know. Okay, und momentan arbeitest du an einem Musikvideo in München? Dürfen wir darüber überhaupt reden?
Ja, wir können dann drüber reden. Ich habe noch gar nicht gesagt, wie der Song heißt. Werde ich auch jetzt heute noch nicht machen. Das wird dann erst soweit sein, wenn ich es dann halt poste. Aber wir drehen ein Musikvideo für mich hier in München und sind schon fast fertig. Und ich freue mich darauf, weil es so ein bisschen Debütsingle wird. Ich habe zwar schon 2 Songs released. Diese Songs sind auch super nice. Vor allen Dingen, ich wünsche, du könntest das sehen, ne? Aber das, was ich jetzt rausbringe, ist halt einfach, ich meine, nach 5 Jahren so, weißt du, ich meine, ich bin einfach ein ganz anderer Mensch, ein ganz anderer Künstler so. Und das ist, was ihr dann von mir hören werdet, ist einfach zu 100% Dimi. Text ist komplett von mir selbst geschrieben und habe mit geilen Produzenten aus Stuttgart gearbeitet. Shoutout zu Nicola. Love you, bro. Du weißt. Ja. Und im Juli kommt es dann raus. Juli. Juli. Cool. Ich würde sagen, wir sind soweit eigentlich durch, oder? Ich würde es cool finden. Willst du noch irgendwas sagen oder jemanden grüßen? Ich grüße alle Menschen, die da draußen, die an mich glauben, die sich auch dieses Interview jetzt von vorne bis hinten reingezogen haben. Also danke an meine ganzen Supporter. Meine Instagram-Community ist einfach der Hammer, weil die mich so krass supporten. Ich habe teilweise Menschen, die mir seit dem ersten Tag, als ich auf Instagram gegangen bin, so, die folgen mir seit dem ersten Tag und supporten mich. Und danke an euch. Danke an all die Menschen, die immer das teilen, die an mich glauben. Bald ist es soweit und wir werden Großes erreichen. Deswegen Grüße an alle Menschen da draußen, die Dimi Rompers supporten. Dann viel Erfolg für die Zukunft. Ich weiß nicht, du bist die erste Frau. Wie checken wir denn jetzt? Wir machen unseren Standard. Peace out. Dankeschön. Jo Leute, das war unsere neue Folge von Artist Talk. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, dann geht in die Beschreibung, checkt unsere ganzen Links, die da drin sind, checkt das ganze Equipment, was wir hier benutzen, geht in den Online-Shop, da könnt ihr auf jeden Fall auch das ein oder andere Ding bestellen für euch. Macht einen Kommentar, macht eine Bewertung, aktiviert die Glocke und abonniert den Channel. Freunde. Wir sind am Start. Das ist Artist Talk. Ich bin Kanli. Da kommen noch ein Haufen Folgen auf euch zu. Danke fürs Einschalten. Das ist Kiki. Haut da rein. Peace out.